Dear Christian fans, my whiskey friends, welcome to my whiskey chow, whiskey dog. Yeah, what's the crack whiskey up my multi mates and mookites? Ooh, a happy Woodson. Yeah, ich wünsche euch eine schöne Pfingsten. Ja, heute habe ich mal ein Special hier. Wie soll ich sagen? Ja, nicht umsonst bin ich ja der Doc. Sozusagen. Und ich habe heute mal ein Special. Ich habe jetzt nicht irgendeinen Whisky, sondern ich habe meinen eigenen, ja, sozusagen eigenen. Ich habe mal ein bisschen den Blender gespielt, den Master Blender, der Irish Master Blender Stuart Jones. Yes. Habe ich mal gespielt und ja, und habe hier ein Living Bottle gemacht. Ja, ihr könnt euch mal sehen, was da kann man dazu eigentlich sagen zum Living Bottle, wer es noch nicht kennt. Ich habe das von Tomaten genommen, eine Riesenflasche, die ist 1 Liter groß, die war aber bis hier voll gewesen. Ich habe da nur was vorgestern abgefüllt für mein Homie, my Mate, und zwar habe ich, wollte noch mal sehen, die ganze Flasche groß, aber kennt ihr bestimmt schon. 1 Liter, ja, ist ganz schönes Riesenteil. Ja, ein Living Bottle setzt sich daraus zusammen, wenn man mehrere Whiskys hat, wo dann nicht mehr viel Whisky drin ist, sagen wir so oder so oder so, so. Und dann kann man das im Laufe der, ja, wie man will, ein Jahr lang, halbes Jahr lang, immer kippt man da die Reste so rein und dann blendet man sozusagen seinen eigenen Whisky. Da sucht man sich eine schöne Flasche raus. Ich habe diese genommen hier. Ich hätte auch noch eine andere nehmen können, aber diese hat mir ganz gut gefallen. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich mal den Irish Blender hier. Und ja, ich habe übrigens verschiedene Whiskys, wie gesagt, viele verschiedene Whiskys genommen. Ich kann euch mal aufzählen, wem ich genommen habe. Und zwar habe ich genommen den Highland Park 30, den Lafroy 30, den Talisker 44, Bonnehaven 40 und Bowmo 27. No. Das war natürlich ein Scherz, wenn diese Whiskys da drin wären. Das wäre schon ein bisschen heftig. Nein, ich habe andere genommen. Und zwar habe ich genommen, ich glaube 8 oder 10 Stück habe ich genommen, reingepackt sozusagen oder eingegossen. Hat jetzt ungefähr, steht jetzt hier so ein halbes Jahr lang ungefähr so. Ja, oder 5 Monate. Keine Ahnung. Irgendwie so und den Dreh. Ich habe genommen Bonnehaven Ankladach, den Lafroy Quartercast, den Lafroy 10 habe ich genommen. Dann habe ich Big Pete genommen, Cast Range. Chivas Regal, 18 years old. Glenfarclas Christmas Edition 2022. Bushmills Rum Cast, Glenfiddich Project XX und Jameson Triple. Ja, die habe ich genommen. Das sind dann 9 Stück habe ich genommen. Die werde ich mal eingießen. Jawohl. Und so setzt sich das zusammen. Das kann jetzt natürlich auch ein Whisky sein, den ich mir zusammengestellt habe, der absolut mir nicht schmeckt. Kann auch sein. Das ist einfach ein Experiment. Und deswegen probieren wir ihn einfach mal aus. Ja, man merkt schon gleich, Rauch von Lafroy kommt natürlich gleich schon, obwohl ich da eigentlich gar nicht so viel reingemacht habe. Aber da reicht wahrscheinlich schon ein bisschen. Ja, was wird der an Prozente haben? Ja, unterschiedlich, weil die Whiskys sind alle unterschiedlich zwischen 40 und knapp. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der Big Pete hatte. Ich glaube 55 oder 56, wie haben wir ihn ja noch zu stehen. Ach nein, das ist ja die Halloween Edition. Ja, aber ich glaube, er hat so um die 55% oder so war das, glaube ich, gewesen. So zwischen 40 und 55%. Manche sind kühlgefiltert gefärbt, manche sind nicht gefärbt. Also ist unterschiedlich. Deswegen probieren wir einfach mal aus, wie das heute mir gelungen ist oder wie es mir nicht gelungen ist. Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Ich werde mal gucken, was er so in der Nase hat. Viele Cherry ist ja mit drin, Rauch, alles eigentlich. Ex-Bourbon, Rum ist auch drin, ist alles eigentlich drin in diesem Whisky. Okidoki, wo Mike genau singt. Ja, ich merke gleich Rauch von Lafroy, aber nicht so intensiv. Aber er hat eine ziemliche Schärfe in der Nase. Ob das vielleicht von Big Pete kommt, aber Big Pete war eigentlich, glaube ich, auch nicht so viel drin. Ne?
Ich glaube, den meisten hatte ich von Jameson mit reingemacht. Da war noch eine Menge gewesen. Und Chivas, ja. Obwohl die alle schon so in den Dreh, so die, ja, so hatten. Ungefähr. Okay. Ja, Rauch. Phenolischer Rauch von Lafroig natürlich, aber nicht zu extrem, aber er hat schon, dann, also man merkt ihn schon natürlich. Und dahinter kommt gleich die Sherry-Noten kommen hinterher. Aber er brennt in die Nase irgendwie, finde ich. Also in der Nase brennt es mir auch heute. Vielleicht heute nicht so guter Tag. Eigentlich immer guter Tag. ja. Also er ist ziemlich, wenn ich jetzt so machen würde, dann würde mir bestimmt die Augen drehen. Er hat wirklich ziemlich. Und man merkt, jetzt kommt ein bisschen Cherry, also die Kirschen kommen auch. Ja, so Art gebackene Pflaumen, würde ich sagen. Aber alles mit dem Rauch verbunden. Man merkt den Rauch, den Speck. Ja. Lagerfeuer, was wieder mal ausgemacht wurde. Und der Qualm davon kommt hier raus. Der Qualm kommt hier raus von dem Rauch. ja. Ich hatte gestern auch Premiere, habt ihr gemerkt? Habt ihr gar nicht gemerkt? War einer hat es gemerkt. Und zwar war Premiere gewesen. Ich habe erst mal mein Video vergessen, wie teuer der Blatt noch war. Samsara. Aber mir hat ja gleich einer geschrieben. 75 Euro wohl. Hatte ich gestern vergessen? Muss auch mal sein. Doc hat den Kopf immer voll. voll? Nein. Ja. Ich finde aber, ja doch, ein bisschen Lärmen kommt schon raus, ja. Aber es ist mehr so die Pflaumenkirschen, sage ich jetzt mal. Und der Rauch. Schokolade, vielleicht ein Hauch, sage ich mal. Aber denn ist, jetzt wird der Rauch ein bisschen intensiver hier, finde ich. Ja, aber so viel habe ich jetzt gar nichts in der Nase drinne. Sage ich jetzt mal. Vielleicht hat jetzt schon viel Rauch das übertötet. ich jetzt mal. Na gut, ist ja nicht nur der Lafroig drin, ist ja auch, ja, wenn man das ja so ganz genau nimmt, dann müsste ich ja auch noch alle, die beim Big Pete mit drinnen sind. Stimmt ja, die sind ja auch alles rauchige Whiskys. Da sind ja mehrere drin. Dann habe ich ja nicht 8 hier bei Glenfarclas. Project XX, da waren es ja, glaube ich, 20 Leute, die 20 verschiedene Fässer oder irgendwie so, also da würde dann doch schon mehr zusammenkommen. Habe ich wahrscheinlich hier so um die 30 Whiskys drin. Ne? Ja, also ich muss sagen, mehr Rauch. Okay, ich werde mal sehen, ob ich was beim Geschmack rauskriege. Slanchu. Streng. Oha. Jetzt kommt Frucht. Wow. Jetzt kommt Süße. Banane, Honig. Ganz was anderes. Pflaumen gar nicht, Orangen. Und Rauch gar nicht im Mund. Fast gar nicht. Den ich hier mehr in der Nase hatte. Obwohl er jetzt hier auch verfliegt. Aber die Süße. Ja. Er hat irgendwie so, finde ich, was ganz eigenes Ding. Also so ein Whisky habe ich noch nie getrunken. Er ist aber süß im Mund. Er bleibt auch süß im Mund. Hinten. Hinten vor allem hier. Und hier drinnen bleibt wirklich schön.
Diese Honig, Ahornsirup, Cherry auch, aber Cherry nicht so dominant und drauf, wie man in der Nase hat. Im Geschmack genau das Gegenteil, eigentlich genau das Gegenteil, aber ganz anders als in der Nase. In der Nase hatte ich mehr Rauch drin. Jetzt mit leichte Süße noch. Vom Honig und Banane, das ich aber auf alle Fälle im Mund habe. Okay. Slanchuo. Wunderbar. Oh, jetzt kommt noch mal kräftiger die Süße. Alkohol eigentlich auch gut eingebunden. Ja, ich wollte gerade so machen, aber ich habe ja gar keine Verpackung. Siehst du, die hätte ich auch noch anfertigen müssen. ja, ich finde, die Cremigkeit bleibt wieder drin. Die Banane, der Honig, ja. Kein Brennen. So in der Nase hatte er am Anfang erstmal ziemlich gebrannt, sage ich jetzt mal so. Oder er war ziemlich stark. Aber im Geschmack gar nicht so. Ja, ich würde sagen, mittellanger Abgang auf alle Fälle. Ja. Jetzt kommt Zitrone nochmal wieder hoch. Ja, kosten du dieser Whisky? Keine Ahnung, das kann man jetzt ja nicht sagen. Das war ja, wie gesagt, nur ein Experiment. Ich sag mal so, gar nicht so schlecht gewesen. Aber er kann ja, wie gesagt, er ist jetzt schon ein bisschen wieder raus. Er kann ja noch weiter atmen. Mal gucken, wie er vielleicht in 2-3 Monaten wieder schmeckt. Ich lasse den erstmal stehen so. Werde da nicht rangehen. Ja. Es sei denn, ihr kommt mein Besuch und will mal einen so einen probieren. From Doc Irish Doc. Ja. Ich finde den eigentlich ganz gut. Nicht mal so schlecht. In der Nase fand ich ihn erst nicht so gut, aber im Geschmack fand ich ihn ganz gut. So, dann war es das jetzt erstmal wieder fürs Wochenende. Reicht ja auch. Haben wir 2 Videos gemacht. Ist genug. Enough is enough. Und ja, dann wünsche ich euch weiter schöne Pfingsten weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal. See you later, Alligator Slon.